Herr Bergeson! Maike? Hey! Was machst du da? Hallo? Hey! Sofort aufhören! Was soll der Mist? Hallo! Ich komme sofort nach oben! Nachdem die 11-jährige Maike zum wiederholten Mal ihren Lehrer provoziert hat, ist Nils Bergeson endgültig der Geduldsfaden gerissen. Der Mathelehrer hat Mutter Ina in die Schule zitiert. Für ein Krisengespräch ist die Runde allerdings noch nicht komplett. Möchtest du mir was erzählen? Nein? Was für Sachen machst du? Maike? Schatz, das ist jetzt wirklich ernst. Was ist los? Ich verstehe nicht. Ja, so geht das die ganze Zeit, nämlich. Ich habe das Gefühl, es erfreut sie, was hier passiert. Kannst du bitte ganz kurz Stopp machen? Kannst du mich bitte angucken, Frau Stotz, deswegen hatte ich auch die Sozialpädagogin angerufen. Und die kommt auch was? Hier hin. Wieso denn? Die wird es raus. Was habe ich gemacht? Diplom-Sozialpädagogin Rosella Blumenthal hat sich nach dem Anruf des Lehrers sofort auf den Weg gemacht. Die Psychotherapeutin wird immer wieder eingeschaltet, wenn Kinder plötzlich ihr Wesen extrem ändern. Und das ist bei Maike eindeutig der Fall. Dankeschön, dass Sie so schnell herbeigeeilt sind. Ja, gerne. Das ist die Frau Blumenthal. Hallo, Frau Blumenthal. Ich denke, Sie wird, glaube ich, ne? Sie wird sich damit sehr gut befassen. Ich verstehe wirklich nicht, was los ist. Hallo, Maike. Ich werde sehr oft gefragt, was man tun kann, wenn sich Kinder auffällig und respektlos gegenüber ihrer Autoritätsperson verhalten, wie zum Beispiel Lehrer oder eben auch ihren Eltern. Also in erster Linie geht es schon darum, Grenzen aufzuzeigen, dass ein bestimmtes Verhalten einfach auch nicht toleriert werden kann. Und darum ging es ja auch bei Maike. Einfach herauszufinden, was ist los, warum verhält sie sich wirklich so grenzenlos gegenüber ihrem Lehrer. Das ist eigentlich sehr überraschend für mich, weil ich kenne sie auch so nicht und ich verstehe wirklich nicht, was los ist. Die letzte Zeit hat sich was da verändert, aber ich dachte wahrscheinlich, ist das einfach nur die Phase, oder? Ich hatte eine Vermutung. Ich habe ihr vor einer Woche eine sehr schlechte Note in Mathe regelgerecht, weil sie auch sehr schlecht war. Sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann dachte ich, sie hat mich jetzt auf den Kicker wegen der schlechten Note, weil sie möchte ja aufs Gymnasium. Mhm. So ein bisschen recherchiert halt, weshalb das sein könnte. Und was ich auch, ich bin der einzige männliche Lehrer. Und ob es vielleicht damit zusammenhängt, das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Mir ist noch nie aufgefallen, dass Maike zu männlichen Personen frech war, weil wir leben ohne Mann zu Hause. Ihr Papa hat uns verlassen vor 4 Jahren und wir kommen ganz gut klar miteinander zusammen und so ein Problem hatten wir noch nie gehabt. Du musst nacharbeiten, weil du deine Aufgaben nicht gemacht hast, ne? Musst du denn sehr viel arbeiten für die Schule? Geht so. Geht so? Fällt dir das sonst leicht, oder? Sonst schon. Sonst schon. Du willst auch weitermachen, ne? Ja. Willst du aufs Gymnasium? Ja. Da muss man was für tun, ne? Unbedingt. Ah, okay. Möchtest du das gerne, ja? Warum? Weil meine beste Freundin Sandra da auch hingeht. Ist das der einzige Grund, warum du aufs Gymnasium möchtest? Magst nicht so drüber reden. Ich werde immer sehr hellhörig, wenn ich in Situationen gerufen werde, wo Kinder sehr auffällig sind. Aber immer mit dem Zusatz, das kenne ich gar nicht oder das ist erst seit kurzer Zeit so, so kenne ich das Kind überhaupt nicht. Im Grunde muss ja irgendetwas vorgefallen sein, was Maike dazu geführt hat, so ein ganz anderes Verhalten an den Tag zu legen, was wohl in ihrem sozialen Umfeld bisher nicht so bekannt ist. Aber ich kam nicht weiter. Ich kam wirklich nicht weiter. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, dass es vielleicht mit einer Aktion, wo wir nicht über Worte, sondern über Symbole gehen, arbeiten, um einfach an ihre emotionale Struktur heranzutreten. Ich würde gerne, dass du mir ein Bild von deinem Leben erzählst. Dass du mir so ein bisschen erzählst, wer sind die Personen, die um dich rum sind? Wie empfindest du diese Person? Ja? Und das kannst du frei gestalten, wie du möchtest. Schau mal, hier habe ich ja gezeigt, hier sind Stifte. Und fang einfach mal an. Sinn und Zweck dieser Übung ist, dass sich Rosella Blumenthal einen Eindruck vom Gefühlsleben und sozialen Umfeld des Mädchens machen kann. Viertklässlerin Maike geht voller Elan an die Aktion und liefert ein Bild, das so gar nicht zu ihrem momentanen Verhalten zu passen scheint. Das ist mir jetzt klar, ne? Das bist jetzt du mit Mama und mir und das ist eure Verbindung und da ist ganz viel Liebe. Und wofür steht das Symbol? Das ist ein Buch, weil ich meiner Schwester mein Buch vorlese abends. Ah ja,
Ah ja, schön. Das ist natürlich schön. Ja, okay. Und jetzt möchte ich dich, einen zweiten Schritt wäre das, ne, bitten, wer spielt denn noch in deinem Leben so eine wichtige Rolle? Ja? Aha. Das ist ja interessant. Herr Bergersson? Okay. Kannst du dazu jetzt noch mal ein paar Symbole, wie du es hier auch gemacht hast, nach deiner Wahl natürlich, hinzufügen von Herrn Bergersson? Okay. Ah, okay. Also du hast hier noch mal Herzsymbole genommen und eine Verbindung. Diese Herzsymbole stehen für was? Dass du ihn besonders magst? Oder ist das ein guter Lehrer? Also schlechter kann es ja jetzt nicht sein, weil du ja Herzsymbole hast. Er ist ein guter Lehrer. Das heißt, dass du ihn im Grunde auch magst? Ja. So eine Schwärmerei für den Lehrer ist nicht untypisch. Und eventuell konnte sich das auch dahinter verbergen. Aber es war für mich, es wäre zu offensichtlich und zu einfach. Da war eine ganz andere Thematik hinter. Ich meine, Maike, schau mal. Du sagst, das ist der Lehrer, ihr steht in Verbindung und du magst ihn sehr gerne und du hältst ihn für einen guten Lehrer. Ich bin aber hierher gekommen und habe einfach auch vom Herrn Bergersson vermittelt bekommen, dass ihr seit einer längeren Zeit, so 3 Wochen ungefähr, viel Stress miteinander habt. Passt irgendwie nicht zusammen. Ich habe so das Gefühl, du würdest gerne, aber kannst nicht. Nimm doch noch ein Symbol dazu. Ein größeres Symbol oder, warte mal kurz, ein erweitertes Symbol, was vielleicht zum Ausdruck bringt, was du nicht so sagen möchtest. Was die Elfjährige dann auf die Tafel bringt, kann zunächst niemand der Anwesenden klar deuten. Maikes Mathelehrer hakt nach, denn der 35-Jährige will sich gar nicht vorstellen, dass eine kindliche Schülerin tatsächlich für ihn schwärmen könnte. Das sind aber nicht deine Hand und meine Hand, oder? Nein. Das wird mir Angst machen. Okay, das ist schon mal gut. Okay, ja, das ist schon mal gut. Ja, jetzt das nicht deine Hand ist und nicht Herr Bergermann, wofür stehen diese Hände? In welcher Verbindung stehen denn dann diese Hände, die du jetzt als Symbol hier mit zugenommen hast? Zeig uns das mal. Also jetzt bin ich sprachlos. Maike? Was symbolisierst du denn jetzt damit? Du hast die Hand deines Lehrers und die Hand deiner Mutter zusammengeführt. Was? Ja, also Mama hat halt zu Oma gesagt, dass sie gern wieder einen Mann haben würde. Und ich habe das halt mitbekommen. Ah, okay, jetzt weiß ich die Situation. Hat nicht Mama Oma gesagt. Da sagt manchmal Oma, weil ich keinen Mann halt habe, jetzt momentan. Aber das war als Witz, als ganz normales Gespräch, Familiengespräch. Ich wollte halt, dass, wenn ich so viel Quatsch mache, dann muss er vielleicht auch mal ein Elterngespräch mit dir führen. Intelligent. Kann ich nur dazu sagen. Okay. Und deshalb habe ich halt so viel Mist gemacht. Ich bin froh, dass ich jetzt weiß, warum Maike sich so verhalten hat. Sie wollte, dass ich zur Schule komme, um mich mit Herr Bergersson zu verkuppeln. Es ist natürlich alles Quatsch. Und ich glaube, dass sie sollte lieber auf die Schule konzentrieren, als mich mit jemandem zu verkuppeln. Das ist einfach Erwachsenensache. Es tut mir leid. Das glaube ich dir. Ich bin jetzt auch erleichtert, weil ich jetzt einfach ich weiß, was das Ergebnis davon von dem Ganzen ist. Aber sowas darfst du natürlich nicht machen, weil ich wusste 3 Wochen lang nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich war einerseits enttäuscht, andererseits habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Ja. Okay, gut. Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, war das eine sehr herzrührende Geschichte. Wo es eben nicht mal auch darum ging, um mal zu zeigen, wo ist eine tatsächliche Problematik, an der wir weiter arbeiten müssen, sondern da ist ein junges Kind, das etwas aufgeschnappt hat. Und es wollte ja im Grunde genommen ihre Mama glücklich machen, ja, und hat sich gedacht, naja, ich mag meinen Lehrer auch, der ist total nett, das könnte passen. Das fand ich doch sehr berührend. Nach dieser klärenden Aussprache hat Maike sofort mit ihren Streichen aufgehört und versteht sich wieder gut mit ihrem Lehrer.
Außerdem hat die Elfjährige eingesehen, dass ihre Mutter auch ohne Partner glücklich ist. Die Viertklässlerin kann sich nun wieder voll und ganz auf die Schule konzentrieren und freut sich, demnächst aufs Gymnasium zu wechseln.